Was, warum willst du gegen Newstar mein Video machen? Warum ist dir das so wichtig? Wenn mein Ruf kaputt geht mit deiner, du bist ein Heuchler, ich bin normal. Du heulst auf Twitter rum, ich bin normaler YouTuber. Du machst das extra, du triggerst die Leute und heulst dann rum, wenn Gegenwind kommt. Aber egal, wir klären das jetzt. Jo Leute, was geht? Euer Danny the Greg in the house. Ich grüße euch wieder recht herzlich in meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie ihr schon im Titel lesen könnt, Ansage an Herrn Newstime. Und das soll kein herkömmliches Hate-Video oder Zerstörer-Video oder sonst was irgendwie werden, sondern ich möchte einfach nur getreu dem Motto, ich als der Meinungsblogger, Schrägstrich Entertainer, Schrägstrich Kritiker, Schrägstrich News-Channel, einfach mal ein bisschen hier wieder Dampf ablassen und einfach ein paar Sachen aufzählen, die mir so in den letzten Tagen und Wochen aufgefallen sind, die mir ein wenig auf den Sack gehen. Zu Beginn vielleicht erstmal die positiven Sachen. An sich finde ich den Kanal von Herrn Newstime nicht schlecht. Das Format ist nichts Verwerfliches dran auszusetzen. Alles schön und gut, wie er das macht mit den kurzen Videos und verpackt die ganzen Informationen über die Szene. Und ich muss auch sagen, ich habe auch kein Problem, wenn er zum Beispiel ein wenig die Themen aufbauscht und zusätzlich Drama einbaut. Denn wir als Menschen lieben es, gerne Drama zu haben. Wir möchten gerne Drama sehen und Drama ist das, was uns halt irgendwo am Ende entertaint. Und es kommt öfter mal vor, dass Herr Newstime die eine oder andere Story vielleicht ein bisschen, ja, ich sag mal, aufbauscht und zusätzlichen Drama einbaut. Und das ist absolut okay und nichts Verwerfliches. Auch wenn er seine Meinung äußern würde gegenüber irgendwelchen YouTubern, auch wenn er Kritik ausübt oder, ist alles kein Problem. Das möchte ich gar nicht an ihm jetzt irgendwie kritisieren, sondern einfach die Vorgehensweise, wie jetzt in den letzten Tagen auf Twitter unter anderem gewesen ist. Naja, um das Ganze ein wenig einzugreifen, Grenzen, reden wir einfach mal über die letzten 2 bis 3 Wochen, denn wenn wir alles jetzt hier auflisten würden, würde das Ganze hier den Rahmen des Videos sprengen. Naja, fangen wir mit der Story mit Concrafter an. Concrafter hatte ein Statement gemacht, wie es zu seinem Tod in Varro 4 gekommen war. Gab es einen kleinen Beef auch mit Mr. Moregame. Allein schon das fand ich ein wenig lächerlich, dass wirklich heute Statements auf YouTube gemacht werden, wo man über den Tod in einem Spiel spricht. Naja, darüber hatte er berichtet gehabt und dann am Ende ist dann irgendwie dabei herausgekommen, dass angeblich Concrafter seine Community gegen Newstime aufgehetzt hätte und Newstime dann auf Twitter geschrieben hatte, ja, ich bekomme gerade sehr viele Nachrichten, ich werde gerade kritisiert und geshitstormt von der Corncrafter Army. Was aber totaler Bullshit gewesen ist, denn ich hatte nirgendwo mitbekommen, dass wirklich klar und deutlich Corncrafter Newstime in der Art irgendwie kritisiert hatte und seine Community zu ihm geschickt hatte, um ihn jetzt mal fertig zu machen. Und das war so ein Grund, wo ich mir erstmal gedacht habe, das kann es doch einfach nicht sein. Er heult da gerade rum, weil angeblich eine Community ihn shitstormen würde. Dabei ist die Bewertung seiner Videos doch immer genau gleich geblieben und immer ziemlich positiv. Nächste Story war auch das mit Meet and Play. Ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen. Für die, die sich wirklich dafür interessieren und das noch nicht mitbekommen haben, einfach mal bei Newstime vorbeischauen. Ja, ich mache auch Werbung für Newstime, habe ich absolut kein Problem mit. Ich bin da schon ziemlich tolerant in dieser Sache. Das Kernproblem in diesem Thema war einfach gewesen, man konnte VIP-Tickets für diese Veranstaltung kaufen. Durch die VIP-Tickets hat man einen frühzeitigen Einlass bekommen und konnte direkt vor Ort, ohne sich lange anzustellen, bei seinen YouTube-Stars sein. Naja, das Thema wurde dann auf Twitter ein wenig aufgebauscht und das wurde dann auch ein wenig zerlegt. Irgendwann haben sich natürlich auch die YouTuber zu Wort gemeldet und gesagt, hey, mit uns war das nicht abgesprochen. Wir hatten das damals geklärt, dass es diese VIP-Tickets nicht geben wird. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, nachdem diese Geschichte komplett ausgeschlachtet wurde auf Twitter und unter anderem auch der Herr Newstime öfter mal sarkastisch auch gegenüber diesen YouTubern gewesen ist, die ein Teil in dieser Veranstaltung gewesen wären, gab es so eine Stellungnahme dazu, dass dieses VIP-Ticket nicht nur den frühzeitigen Einlass gewährt, sondern man würde auch einen Goodiebag im Wert von 100 € bekommen und es würde ein All-Inclusive-Trinken und Essen geben. Ja, und unterm Strich muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, auch wenn es etwas vielleicht zu hoch gegriffen ist und ich es auch ein bisschen zu viel finde, muss trotzdem jeder für sich am Ende selber herausfinden, ob er dieses Ticket kaufen möchte, um früher seinen YouTube-Star zu sehen. Naja, nachdem eigentlich dieses Thema so, ich sag mal, ein wenig jetzt geklärt wurde, die Gemüter sich ein bisschen beruhigt haben, kam Newstime mit einem Video. Und in diesem Video hat er es natürlich wieder ein bisschen dramatisierter dargestellt, als es eigentlich ist. Ich sag mal, er hat keine Unwahrheiten erzählt, aber er hat das einfach geschickt, ein bisschen dramareicher einfach mal dargestellt. Und wie ihr wisst, was ich eben schon gesagt habe, wir lieben Drama, wir möchten Drama und das ist halt auch eine Art Entertainment. Ja, nach diesem Video war die Story aber noch nicht ganz zu Ende gewesen, denn zwischen Newstime und Hand of Blood ist eine Art Twitter-Beef dann entstanden. Twitter und Beef, Tweef, und das ging so ein bisschen hin und her und irgendwann hat dann
dann Hand auf Blatt gesagt, hör mal zu, ich habe keine Lust mehr darüber zu diskutieren. Wenn Leute Fragen haben, können sie gerne zu mir kommen. Du wirkst in meinen Augen einfach nicht professionell genug und warst einfach in den letzten Tagen auch zu sehr sarkastisch gewesen. Deswegen beende ich das Ganze jetzt hier und möchte nicht darüber weiter reden. Naja, und dann kam Newstime, der gute Herr, und meinte, ja, Hand auf Blatt, wenn du dich zu Unrecht behandelt fühlst, dann biete ich dir an, och wie gnädig, Herr Newstime, ich biete dir dann ein privates Gespräch an, wo wir eine Gegenüberdarstellung machen können. Naja, und das ist unter anderem auch ein Grund, weswegen ich dann ein bisschen aufkoche und unter anderem auch dieses Video hier abdrehe, dass wenn ein Newstime ein wenig sarkastisch gegenüber andere sich äußert oder vielleicht auch im minimalsten Meinungswache betreibt, was überhaupt absolut nichts verwerflich ist, ich stehe selbst dazu und sage, ich mach's selbst und ich habe nichts dagegen, wenn es auch andere machen, ist absolut nichts dran Verwerfliches auszusetzen. Aber ich finde es immer wieder natürlich interessant, wenn Newstime dann irgendwann sieht, oh okay, der große YouTuber, von dem ich eventuell ein paar Abos abjabbern könnte, will mir jetzt nicht mehr weitere Antworten geben, beziehungsweise er möchte mit mir wahrscheinlich nicht mehr befreundet sein. Na, wie dem auch sei, Hand of Blood hat sich dazu nicht mehr geäußert, er wollte auch nicht mehr mit ihm noch weiter darüber reden und hat das Ganze dann beendet. Dann kam noch die nächste Story, und zwar das mit Gronkh und Bild. Ich hatte das schon Donnerstagmorgen mitbekommen, wo Gronkh einen Twitter-Post veröffentlicht hatte und meinte, hey, das war nicht mit mir abgesprochen und so weiter und so fort. Für die, die nicht wissen, auch beim Herrn Newstime vorbeischauen, dort könnt ihr die ganzen Fakten euch mal reinziehen. Naja, um das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen, Gronkh hatte vor einigen Wochen eine E-Mail von Bild bekommen und da hat er sich dann gedacht, okay, komm, ich gebe mal den herkömmlichen Nachrichtenmedien mal die Chance und gebe da mal meine Antworten zu, und dann haben diese aber daraus einen Bild-Plus-Artikel gemacht und das Ganze auch mit einem Titel so suggeriert, dass man, wenn man diesen Artikel liest, jetzt erfährt, wie man erfolgreicher Let's Player wird. Naja, und das war eigentlich der Post dann von Gronkh gewesen, dass er gesagt hat, mit mir war das so nicht abgesprochen, dass es ein Bild-Plus-Artikel werden sollte, und vor allem, es kommt ein wenig zu spät, wenn man jetzt irgendwelchen Leuten Tipps geben möchte, wie man erfolgreicher Let's Player wird. Das hätte schon vor 4-5 Jahren passieren müssen. Naja, Gronkh fügte noch hinzu, dass man diesen Artikel nicht kaufen sollte, weil er es auch nicht okay findet, wie sich Bild gegenüber ihm da jetzt verhalten hat, aber das Ganze war auch da irgendwo dann gegessen. Nicht für den Herrn Newstime. Abends twittert er, oh, gerade gesehen, das war bestimmt mit Erik nicht so abgesprochen. Er redet quasi schon so, als wären so beste Buddy. Yo, grüß dich Erik, was geht ab? Gestern beim Schnitzelessen, da hast du mir noch erzählt, dieser Artikel, der sollte doch so nicht erscheinen. Manchmal habe ich echt das Gefühl, was ist eigentlich los mit dir, Herr Newstime? Du hast 60.000 Abonnenten, sei dir gegönnt, und ich wünsche dir auch, dass du die 1 Million irgendwann knackst, aber manchmal fühlst du dich einfach auf, ich will es lieber nicht äußern. Naja, auch hier habe ich eigentlich auch nichts dagegen, dass Newstime darüber berichtet hat und auch geschrieben hat, Bild versus Gronkh, absolut kein Problem, ihr wisst, Drama, wir lieben Drama. Und dann kam aber ein Twitter-Post von Mediakraft zu diesem Video. Mediakraft hat dann getwittert, dass es absolut der größte Blödsinn wäre, den sie bisher von Herrn Newstime in Form von Video gesehen haben, und auch noch in einem anderen Post mit reingedrückt hatten, dass sie, ja, finden, dass Newstime sich ein wenig zu wichtig vorkommt. Das empfand aber der Herr Newstime als absolute Beleidigung gegen ihn und seinen Freund Erik. Und ich kann das einfach nicht nachvollziehen und musste auch da wieder mal einfach nur lachen, dass er selbst ein wenig Drama hinzufügt, obwohl diese Geschichte ja eigentlich schon von Gronkh abgeklärt war. Es war schon eigentlich abgeschlossen, aber Newstime wollte es einfach nochmal ein bisschen aufbauschen. Jetzt kommt ein bisschen Gegenwind von Mediakraft und schon heult schon wieder Newstime. Das wollte natürlich Newstime nicht auf sich sitzen lassen und antwortete prompt mit einem Video, Mediakraft versus Gronkh und der Best Buddy von Gronkh, Herr Newstime. Yo, Newstime, heul, 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 heul. Leise. Naja, einige Leute hatten mich ja schon öfters mal gefragt, wie findest du denn eigentlich Herrn Newstime? Und ich muss ganz ehrlich sagen, zu Beginn, als ich ihn entdeckt habe, fand ich das Ganze ziemlich cool. Aber mit der Zeit, umso größer er wurde, umso größer seine Reichweite wurde, wurde er in meinen Augen arroganter und egoistischer und hat sich öfter mal einfach so dargestellt, als wäre er irgendwas Besonderes, was er in meinen Augen einfach nicht ist. Noch witziger und heuchlerischer aber von Herrn Newstime ist zum Beispiel, vor einigen Monaten hatte der mal in einem Video gesagt, ja, er findet es traurig, dass die deutsche Newstime
YouTube-Community nicht so wie die amerikanische agieren würde, wo man sich zusammentun kann und einfach mal live in einem Stream, in einer Konferenz debattieren würde über die aktuellen Geschehnisse in der Szene. Aber er selber würde wahrscheinlich niemals mit gleich großen oder kleineren Channels zusammenarbeiten. Er sucht immer natürlich die ganz großen Dinger und er würde am liebsten, wenn es gehen würde, mit Trashrack zusammenarbeiten. Was eigentlich mit ihm los? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei ihm das die Leidenschaft und das Feuer, was mal vielleicht entfacht war, nicht mehr vorhanden ist. Denn anders kann ich es mir nicht erklären, dass er so krass in der letzten Zeit nachlässt. Naja, um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen mit der NewsTube-Community, dass der Zusammenhalt hier in Deutschland nicht so stark ist wie in Amerika, ist unter anderem deswegen, weil eine NewsTime einfach so ist, wie er ist. Ein kurzes Beispiel, um euch zu demonstrieren, dass Herr NewsTime dieses Spiel alleine spielen möchte und nichts von diesem Zusammenhalt der Community, der NewsTube-Community hält, ist die Sache mit Superman Dennis. Eine Stunde nach NewsTimes Video kam auch mein Video zu Superman Dennis. Und meins war ein wenig umfangreicher zu diesem Thema, weil ich auch meine Meinung mit einfließen lassen habe. Naja, kurz nachdem mein Video oben war, hat Da Vinci auch ein weiterer News-Channel. Er ist zwar kleiner, aber ich arbeite trotzdem mit ihm ein wenig zusammen. Wir haben privaten Kontakt, weil ich ihn nicht als Konkurrenten sehe, sondern als Teil der NewsTube-Community. Naja, jedenfalls hat er das Video geteilt auf Twitter und hat den Namen NewsTime, Trashpack und mich mitverlinkt. Naja, das Lustige war die Antwort gewesen von Herrn NewsTime. Er hätte schon vor Stunden darüber berichtet, obwohl das gar nicht gestimmt hat, denn mein Video kam eine Stunde nach seinem raus. Naja, das ist gar nicht der Punkt, worauf ich hinaus wollte, sondern es ist wieder mal eine Bestätigung dafür, dass NewsTime anscheinend nicht mit irgendwelchen anderen News-Channels zusammenarbeiten möchte oder kooperieren möchte, die eventuell einfach kleiner sind als er. Naja, und das zeigt mir, ja, und ich bekomme einfach das Gefühl, dass NewsTime jeden News-Channel irgendwo als direkten Konkurrenten sieht, außer dieser News-Channel ist einfach mal größer als er und er könnte davon profitieren. Das Abschlusswort nochmal zu NewsTime ist halt einfach, wenn du Videos drehst und wenn du auch deine Meinung mit rein verpackst, ist es absolut nicht verwerflich. Aber hör auf, rumzuheulen und dich immer in die Opferrolle zu stecken, wenn ein wenig Gegenwind kommt. Und wenn ein wenig Gegenwind kommt, dann steh das auch wie ein Mann aus und hör auf, rumzuheulen. Naja, zu guter Letzt wünsche ich Herrn NewsTime noch weiterhin viel Erfolg auf YouTube mit seinem News-Channel. Ich bin mir sicher, dass er noch ziemlich groß werden wird. Und ansonsten, heute Abend wird es einen Livestream wieder bei mir auf meinem Kanal geben, hier auf YouTube. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, können wir über dieses Thema philosophieren, diskutieren, debattieren oder über Gott und die Welt oder weitere andere Videos aus dem Mainstream-Bereich. Das war's auf jeden Fall jetzt von mir. Haut ihr rein, bleibt ihr rein, ihr alten Schwimmbütze, und ich bin offline!